Willkommen zurück bei Let's Play Fable 3. In der letzten Folge haben wir ja den Nigel Ferret endlich mal zur Strecke gebracht. Zu Diensten, Majestät. Und wir sind jetzt wieder zum Schloss. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir jetzt an Elise dran? Ich meine, die Quest war kurz da und jetzt wieder weg. Gibt es hier irgendwie Questliste? Die Last der Welt, bla bla bla. Oh, das sind ja alles Quest. Ein unheiliger Bund, was war das denn? Tempelschatz, Aurora. Toll. Das ist das Buchding Jagdhütte. Was ist eigentlich damit? Ah, okay. Das gehört auch zum Thronsaal. Gut, damit haben wir zwar noch Thronsaal-Quest, aber nicht die, die ich wollte mit Elise. Aber hier gab es ja noch was. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier. Klar, Schiff. So, ein Tempelschatz. Und wo ist das andere? Ach, die Dämonentür, okay. Gut, dann machen wir erstmal den Tempelschatz. Hier vielleicht noch ein paar Blüten oder sowas. Ja, ganz cool. Majestät, willkommen im Tempel. Er ist leider in einem desolaten Zustand. Bevor die Dunkelheit hereinbrach, befand sich hier unser heiligster Schatz. Ich hatte die Hoffnung verloren, ihn zurückzuerlangen. Dazu müsste man in die Wüste reisen. Es gab so viele Opfer. Wer von uns hätte schon den Mut, sich jetzt dorthin zu begeben? So, Priesterin Maya helfen, den verlorenen Schatz wieder zu beschaffen. Machen wir. Kriegen wir jetzt gar keinen goldenen Pfad, oder was? Danke. Entschuldigt, dass ich nicht Direktor bin. Ich bin es nicht gewohnt, bei Herrschern um Hilfe zu bitten. Was das angeht, diese Kammer enthielt einst die heiligen Färbemittel des Tempels. Ohne sie können wir keine Rituale abschließen. Man stellt sie aus seltenen Blumen her, die in Aurora und der umliegenden Wüste wachsen. Es war schon immer gefährlich, sie zu sammeln. Aber seit die Dunkelheit hereingebrochen ist, wurde es sogar unmöglich. Wenn ihr diese Blumen findet und mir bringt, werde ich die Färbemittel wiederherstellen. So erlangt unser Volk vielleicht etwas von dem verlorenen Glauben zurück. Wir teilen sie natürlich mit euch. Na super. Die seltenen Blumen sammeln. Ist ja gar nicht schwer. Wenn ihr hochwertige Waren sucht, seid ihr fündig geworden. Unglaublich, aber wahr. Dieser Laden gehört der Elite. So, wo war denn jetzt der Hafen? Da war doch früher auch noch eine Quest. Oder gehörte das zu dem Diamantending? Wieso kotzen die hier eigentlich? Scheinbar gehörte die zu dem Diamantending. Haben wir hier vielleicht noch irgendeine Blüte?
eine Hand. Toll. Ich weiß gar nicht, wo wir die restlichen Blüten noch finden sollen. Im Prinzip haben wir ja alles abgegrast erstmal. Dann gehe ich doch in den Thronsaal. Kommen wir hier eigentlich hin? Der verschleierte Weg? Wo sind wir hier? Sucht euch einen ruhigeren Ort! Einen Friedhof vielleicht! Blüte? Und wo ist der verdammte Zwerg? Ich mag den Winter am liebsten, vor allem den Schnee. Ah. Und es sterben so viele Leute. Mich würde mal interessieren, wo wir hier reingekommen sind. Ach ja, alles klar. Voll vergessen, dass es da auch noch reinging. So, wenigstens schon mal eine Blüte und einen Zwerg. Ich traue den Statuen hier überhaupt nicht. Ja, da eine Blüte wieder, alles klar. Haben wir gerade mal die Hälfte, Gott, ey. Ein Grabungsort. Söldner bei den Tätowierungen links. Was haben wir noch? Smaragd, na super. Noch eine Blüte. Irgendwie erwarte ich, dass die angreifen. So, von der einen Sorte haben wir jetzt wenigstens schon mal 5. Noch eine Blüte. Und noch ein Grabungsörtchen. Smaragd, na toll. Ah, na super. Von da sind wir jetzt hier gekommen. Ich habe ja keinen Bock auf die, mit denen zu kämpfen. Da war eine Tür. Okay.
Oh oh. Bam. Keine Blüten mehr, schade. Oh Mann. Das ist normaler, oder? Das ist kein. Keine Statue in dem Sinn. Ihr scheint echt nett zu sein. Oh, und Zwergi auch noch. Ja, ich hole sie mir gleich. Erster Zwerg. Eine gelbe. Na, das war ja was. Nur noch mehr von ihm. Ja, ja, kommen sie wieder nicht weiter. Herrlich. Alle weggenatzt hier. Oh Mann. So viel zum Thema. Hier kommen wir. Das Mysterium, okay. Das hebe ich mir mal jetzt für später auf. Noch eine Blüte. Was ist das? Schöne Schuhe! Ah, das ist ein Engel. Aber bekommt eure Oma denn eigentlich keine kalten Füße ohne sie? Haben die uns jetzt schon gefunden? Hier kommt einer, der das Land retten wird! Soll es doch brennen! Niemand strahlt so viel Gutes aus wie ihr. Oh Mann. Die meisten haben Besseres zu tun. Einfach herrlich. Heute ist der Tag, an dem ihr sterben werdet. Ich bin nicht wie diese gemeinen Zwerge. Ich bin schlimmer. So. Worauf ballert der bitte? Ein schöner Tag, der durch einen Mord noch schöner würde. Hallo. Darf ich euch beim Sterben helfen? Ihr seid so ehrenhaft wie langweilig. Jemanden wie euch gern kennenlernen und ertreten. Du bist doch ein Senkelzwerg, Mann, Mann. Ich mag kleine Welten gerne. Am liebsten knusprig am Spieß gebraten. Wie viel der auch ab kann, das ist ja nicht normal. Oh oh. Da kommt unser nobler Held. Unser großer. Ehrenwertes getroffen habe.
Nun komm, geh down, ey. Oh oh. Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Andere Male dann wieder nur zum Verklappen. So, das war's mit dem. Und hier machen wir ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.